und blieb sie mit mir hier, Victoria, im Sommer noch Richmond Tachy und Lars Dietz relativ spät verpflichtet, die auf dem ersten Bild nicht drauf waren. Und dann hat es ja auch einige Veränderungen jetzt in der Winterpause gegeben, haben uns ja eben auf den verschiedenen Positionen, auf der Torwartposition eben André Weiß, Innenverteidigung, Sead Hajrovic, Linksverteidiger Jonas Karls, offensive Außenbahn Steven Leverenz und eben vorne im Sturm mit Michael Seaton verstärkt. Und ja, ich glaube, wenn man 7 neue Spieler im Team hat, dann macht es durchaus Sinn, noch ein zweites Mannschaftsfoto zu machen. Naja, das ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, um dann ein Fazit zu ziehen. Ich denke, der Auftakt war sehr positiv. Wenn ich jetzt an das letzte Spiel in Halle denke, wenn ich noch Lars Dietz dazu zählen möchte, haben wir dann 6 von 7 gespielt, 5 davon in der Startelf. Also ja, ich glaube, erstmal ist es okay. Erstmal ist wichtig, dass wir eine sehr gute Leistung bringen als Mannschaft, als Team. Und da sind die jetzt natürlich auch jetzt ein Bestandteil davon. Und dann soll man auch nicht mehr davon reden, das sind jetzt die Neuen, das sind die älteren Spieler, sondern das soll eine Einheit auf dem Platz am besten sein. Du bist und bliebst in meiner Seele, Victoria.